Hallo, Sie sind auf dem Kanal Device. Heute bewerte ich den Philips 272 E1 GAJ Monitor. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, damit Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 27 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Bildschirmauflösung 1920x1080 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 8 Bit und WLED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 48 bis 144 Hertz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt 4 Millisekunden. AMD FreeSync Premium, kein Tearing und Ruckeln, flüssiges Gaming. Beim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. AMD FreeSync Premium ermöglicht Spielern ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing bei höchster Leistung. Es werden keine Kompromisse gemacht. Spielen Sie ungestört mit schneller Aktualisierungsrate, Low Frame Rate Compensation und geringerer Latenz. Smart Image Spielmodus für Spieler optimiert. Das neue Philips Gaming Display verfügt über eine OSD-Steuerung mit Schnellzugriff, speziell auf Spieler abgestimmt, und bietet ihnen mehrere Optionen. Der FPS-Modus, First-Person-Shooting, verbessert dunkle Bereiche in Spielen und ermöglicht ihnen, versteckte Objekte in solchen Bereichen zu sehen. Der Racing-Modus stellt das Display auf die schnellste Reaktionszeit und hohe Farbwiedergabe ein und nimmt zusätzlich Bildanpassungen vor. Der RTS-Modus, Real-Time Strategy, verfügt über einen speziellen Smart-Frame-Modus, der das Hervorheben eines bestimmten Bereichs ermöglicht und Größen- und Bildänderungen erlaubt. Gamer 1 und Gamer 2 ermöglicht das Speichern individueller Einstellungen für unterschiedliche Spiele, um die beste Leistung sicherzustellen. Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder. Die Ultra-Wide-Color-Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra-Wide-Color produziert natürliche Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra-Wide-Color-Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bildern und sogar in Ihr produktives Arbeiten. Geringere Ermüdung der Augen dank Flicker-Free-Technologie. Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips Flicker-Free-Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort. Low-Blue-Modus für augenschonende Produktivität. Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips Low Blue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem, kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen: 61,3 cm breit, 46,1 cm hoch und 20,5 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 4,07 kg. Neigung des Monitors können eingestellt werden. Eine VESA 100x100 Montage ist möglich. Der Monitor verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 6 Watt. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden: einmal HDMI, einmal DisplayPort, einmal 3,5 mm Audio In und einmal 3,5 mm Audio Out. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Die Lautsprecher nicht für Musik. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat: gutes, scharfes Bild, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt top, gute Bildwiederholfrequenz, Anbringung des Fußes absolut einfach, die Farben stechen hervor, hohe Auflösung, sehr schnelle Reaktionszeit und die Schwarzwerte werden natürlich wiedergegeben. Das war's mit unserem Testbericht zum Philips 272 E1 GAJ Monitor. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben.
drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!